Wir fangen mit Retafe als nächsten Gegner. So, ich guck mal gerade, was hier noch was ist. Lange. Ach, ja, gib mir die Musik. Ja, aber du willst nicht, ne? Delegieren? Kennst du, könnt ihr den ja haben? Könnt auch ein Ja haben. Brauche ich nicht jetzt. So, Alex Sola wechselt zu Ajax Amsterdam für 2 Jahre. Da kann er sich sehr gut ausbilden lassen. So, der Tabelle 16. So, ich möchte gerne mal ein paar Spieler spielen lassen, die jetzt schon eine ganze Weile nicht gespielt haben. Also das ist eine ganze Weile, die nicht zu 100% fit sind, so ist es richtig. Auf geht's. Sollten noch 3 Punkte sein gegen den Tabellen 16., oder? Williams ist heute im Mittelpunkt, denn er wirkt im bisherigen Verlauf der Liga wirklich unaufhaltsam. Gleich kann's losgehen, live bei EA Sports. Hallo liebe Fans, hier aus dem Estadio San Mamés, wo es derzeit regnet. So. Wir begrüßen direkt. Na dann, auf geht's! An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns steht am heutigen Tage ein Spiel aus der La Liga Santander auf dem Mayoral. Athletic Bilbao gegen FC Getafe. Ah, man spürt hier schon, alle freuen sich, alle erwarten ein klasse Spiel. Ich glaube, diese Partie hat einiges im Angebot, taktisch. Merino! Ich glaube, es... Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Merino. Schöner Ball da vorne, der ist durch. Williams! Und irgendwie ist das Ding drin. 9. 1-0 für Bilbao. Iñaki lässt sich feiern, ich weiß gar nicht, was war überhaupt. Das sah mir sehr nach einem Eigentor aus. Oder war es tatsächlich noch ein der Stürmer? Ich glaube, es war nämlich tatsächlich Borja Mayoral. Nö, es war ein Eigentor. Warte. So, jetzt mal, muss ich zugeben, sah wieder Eigentor. Sagen wir ein eigenes Tor aus. Durch Borja. Borja Mayoral. Da muss er hin und holt den Ball. Gelb. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Naja, bei mir sagst du, bei mir gibst du direkt gelb, bei dem Fall. Wir können 5-mal treten, da passiert nichts. Das darfst du dir in so einem Duell eigentlich nicht erlauben. Ja, sie werden jetzt umstellen müssen. Danion, der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Gefährlich! Sie ziehen davon. 0-2. Gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Diesmal ist es klar, das war. Deshalb kurz mal rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Atletico Madrid. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind 19 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Borja. Kommt das von außen nicht vorbei? Über ihn wurde
vor diesem heutigen Spiel viel gesprochen. Denn er spielt heute gegen seinen Ex-Verein. Das sind natürlich immer besondere Spiele. Ja, da geht man mit gemischten Gefühlen in das Spiel. Fans, die er kennt, Gegner, die er gut kennt. Aber am Ende muss ein Profi und kann ein Profi das ausblenden. Das zählt der aktuelle Club. Das weiß der Coach und deshalb spielt er auch. Oyarzabal. Oyarzabal. Der war gar nicht so schlecht. Er macht ganz präzise, aber dann fehlen Zentimeter. Aber Boch hat das Tor gemacht, er war an dem 1-0 auch ziemlich entscheidend dran. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Alvarez. Wind. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Jetzt die Hereingabe. Kann diesen Ball halten. Borja Mayoral. Er pfeift ihn zurück. Das war eigentlich gar nicht beabsichtigt, der Ball. Erste Halbzeit läuft ganz in ihrem Sinne, Buschi. Ist eigentlich ja alles optimal. Alvarez, der steht da hinten momentan. Sie sind gut drauf, gefällt mir richtig gut, was sie hier machen. Zwei Tore sehr, sehr gut. Deutet also alles auf einen Sieg hin. Und das ist der Ballverlust. Jonathan Silva. Ach komm, lecker mio, ey. Hör doch mal auf mit die scheiß Gepfeife. Ja, der Gegner muss unbedingt ein Tor schießen. Das kann doch sein, dass du zu Null spielst. Hier auf ein Tor zu verkürzen. Weiter gefährlich. Nach Kepas Abwehr. Schön die Flanke abgeblockt. Ach, lecker mio, das willst du jetzt. Ja, dann gibt's halt doch drittes Tor. Ach, egal, das Ball ist rein. Aber keine Karte. Da haben sie fast schon Glück. Ja, damit der erste Elfer noch nicht geht, gehen wir uns, schieben wir noch einen zweiten hinterher. Es geht weiter. Retafel wieder bis auf ein Tor dran. Ja, weil er geschenkt wurde. Weil der scheiß Schiri da sagt, ich will nicht. Warte, der hätte Elfmeter, kann nicht sein, dass er rein. Gehen wir noch einen zweiten hinterher. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt's hier zusätzlich. Da ist die Chance. Er macht das Tor. Und damit erhöhen sie ihre Führung. Ich meine, das 3-1, aber trotzdem, ich hätte es gern zu 0 gehabt. Ich will einfach mal wieder ein Spiel zu 0 gewinnen und nicht immer nur gegen Tor, gegen Tor, gegen Tor, gegen Tor. Ihr seht hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Das setzt sich unglaublich gut durch. Jedenfalls auf 3-1 durch Mayoral. Tritt doppelt gegen seinen Ex-Club. Sein 10. Saisontor mittlerweile. Aber mir geht dieser scheiß Elfmeter auf den Sack, ey. Da gibst du den ersten. Der erste ist nicht drin, da musst du den zweiten hinterher schieben. Das kriegen wir schon unter der Hand noch hin. So, setzt du da jetzt rein für Merino. Jetzt gehen wir wieder rein in dieses Spiel hier in San Mamés. Daniel. Ja, das war jetzt beabsichtigt. Ich muss jetzt erstmal den Wechsel machen. Williams. Dani Olmo ist das. Gute Chance für Dani Olmo. Olmo! Ein Tor, drei Tore. 4-1. Heute zeigen sie wirklich, wie treffsicher sie sind. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. 4-1 jetzt also. Dani Olmo. Gut verteidigt. Jetzt gibt's einen Einwurf. Janik Gerhardt. Haben die zwei Ex-Wolfsburger im Kader? Mit ihm hier, mit Jonas Wind. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Beziehungsweise in der Real hier zwei aktuelle. Ecke kommt in die Mitte.
Für was? Das ist doch nur rausgeschräht. Na, da gehen wir noch um Eck, gehen wir noch einen Elfmeter. Komm, wir gehen noch einen Elfmeter. Wir haben schon lange keinen Elfmeter mehr gegeben. Kepa ist da. Da hätten wir fast den Treffer aus kürzester Distanz gehabt. So, Ecke kommt. Weiter gefährlich. Am Ende kommen sie damit also nicht durch. Da wäre die Chance über außen. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Im Estadio de San Moix ist ein Tor gefallen. Deshalb kurz mal rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für RCD Mallorca. Der neue Spielstand heißt damit 2:2. Gespielt sind hier 64 Minuten. Interessante Info. Dankeschön dafür. Okay, für den Einwurf weiter. Borja Mayoral. Und er hat den Ball. Da, irgendwer kriegt da immer noch was dazu. Ja. Iñaki Williams dürfte heute sicher einer der wichtigsten. Ach komm schon, ey. Was gibst du da den Freistoß? Nach der mündlichen Ermahnung jetzt also gelb. Das war natürlich nicht sonderlich clever. Weiter gefährlich nach Kepas Abwehr. Die Gefahr erstmal bereinigt. Willst du den Elfmeter geben? Unai Vencedor. Williams. Den Zweikampf führt er sehr gut. Ja, also ich komme da halt momentan nicht wirklich durch. Weil irgendwer von den beiden Abwehrverteidiger. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Sie stören früh, da ist der Ball. Ich kann nicht einfach was aufbauen, weil sofort ja, da irgendwer noch dazu. Einfach mal im Ernst. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Nee, das war dann Junius. Unpräzise, da hat eine Menge gefahren. Immer neu. David Alaba ist zu Manchester United gewechselt und verlässt Real Madrid. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaub, der zweite Expire wird ihm richtig gut tun. Zieht einfach mal ab. Ach komm schon, ey! Ja, gibt's den dritten Elfmeter? Welche Scheiße gibst du? Was gibst du da jemandem Elfmeter? Ach, du willst auch 5 Elfmeter für den Gegner. 3 Elfmeter haben wir gekriegt. Habt ihr dem Gegner irgendwelche noch was ermittelt? Willst du nicht noch irgendwas machen? Du kriegst aber schon noch immerhin, dass der Gegner 3 Nüsse macht. Im Zweifel zählt ein Schuss dreifach oder so, keine Ahnung. Zumindest kann ich nach dem zweiten Tor machen, aber wie gesagt, 2 Gegentore durch Elfmeter geschenkt. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Schön durchgesetzt. Aber dann schaffen sie es doch nicht, etwas daraus zu machen. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Ecke in die Mitte. Ah, wenn das Tor früher kommt, dann wird es hier vielleicht nochmal... Ja, gibt dem Gegner noch 5 Tore, das ist kein Problem. Das Ding ist durch, keine Zweifel. Ich meine, ich gewinne das Spiel, aber mir nervt schon wieder, dass er wieder irgendwie so... So Spiele gibt es halt manchmal. Gut verteidigt. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Will sich 20 Minuten geben, weil da kann noch der Gegner, sonst kann der Gegner keine Tore mehr schießen. Du schluckst ohne Ende gegen Tore. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Begegnung. Die Gastgeber dürfen sich über einen Sieg freuen. Gefühlt jeder Schuss und Treffer kriegt 3 Elfmeter gegen. Alles kriegt der Gegner ja nichts geschissen. Außer die Schiedsrichtergeschenke. Vor allem, die haben 14 Torschüsse. Wie gewinnt das Spiel am 5-2? Gut, dass wir diese Sache unsere Tore gemacht haben. Aber wie gesagt, 3 Elfmeter kriegt der Gegner halt in dem Spiel. So. Transferangebot. Brauche ich gar nicht drüber nachdenken.
Gut, dann würde ich sagen, bin ich raus. Der nächste Gegner ist Girona in der Copa España.